Ja, wir wollten natürlich den Spielern unbedingt etwas anbieten, denn die Pause ist jetzt doch schon ziemlich lange, dass wir nicht mehr regulär trainieren konnten. Und da ging es jetzt darum, dass wir die Spieler mehrmals pro Woche im Training haben, dass man sich gegenseitig sieht, dass man Kontakt da ist und dass man gemeinsam trainieren kann. Das war die Motivation. Und wir haben natürlich ein Trainerteam, mit dem man das auch sehr gut umsetzen kann. Und so ist es im Moment so, dass U8 bis U16 mehrmals wöchentlich online trainiert. Es ist ein freiwilliges Angebot. Die meisten sind sehr oft dabei. Natürlich gibt es auch solche, die weniger dabei sind, was ich persönlich jetzt nicht ganz verstehe, denn es ist eigentlich schon wichtig, dass man zweimal in der Woche sportlich unterwegs ist, dass man dieses Angebot auch annimmt. Und ja, wenn es einer dann trotzdem nicht nutzen will, dann ist es auch kein Problem. Dann hofft man natürlich, dass er spätestens nach dem Lockdown wieder zurückkehrt. Ja, es gibt zum einen sicher einen technischen Schwerpunkt, die Koordination mit dem Ball, das Ballgefühl, da gibt es Übungen dazu. Dann koordinative Übungen für den Aufbau der Kraft, der Stabilität und dann ganz gezielte Kraft- und Stabilitätsübungen für den entsprechenden Bereich. Die sind natürlich bei der U8 ganz anders als bei der U16, aber da kann man sicher doch auch gewisse wichtige Reize setzen, damit die Spieler danach dann auch nicht verletzungsanfällig sind, zum Beispiel, dass sie belastbar sind und dass man dann eigentlich noch mehr Spaß hat, um wieder Fußball zu spielen. Wir hoffen natürlich alle darauf, dass es sehr schnell dann doch jetzt wieder vorwärts geht und man gemeinsam auf den Platz kann, vielleicht auch mit gewissen Einschränkungen, wobei wir uns natürlich schon danach sehen, dass man dann sehnen, dass man dann natürlich wieder wirklich ohne Einschränkungen trainieren kann. Das wäre schon wichtig, dass man da bald wieder hinkommt. Aber das liegt natürlich nicht in unseren Händen, dass wir das entscheiden und ja, entscheidend beeinflussen.